Barbecue aus Essen heute mit Besuch. Grillweltmeister Oliver Sievers ist da und ich hatte einen Wunsch. Ja, du hattest einen Wunsch. Memphis Style Ribs. Wie man so sagt. Haben wir jetzt gemacht. 5 Stunden hat es gedauert. Und wieder, dass Olli das gemacht hat, das sehen wir in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei. So, bevor wir uns das Fleisch anschauen, starte ich erstmal den Sheriff Pellet Grill. Einmal aufs Knöpfchen drücken. Und dann stellen wir ihn. Wollen wir eine Smoke-Einheit machen mit Smoke-Einstellung oder gehen wir direkt auf 120 Grad? Eigentlich brauchen wir den nicht, wenn wir die jetzt 5 Stunden offen drin haben. Ja, 120 Grad? 125 würde ich. 125 sind gewollt, eingestellt und ab geht's. Der heizt jetzt hoch. Pellets haben auf jeden Fall noch genug drin. Ja. Und dann lassen wir ihn jetzt mal auf Temperaturen kommen. Ja, dann starten wir mit der Zubereitung der Rippchen. Wir haben hier das Rippchenpaket von Your Beef. 3 Kilo Rippchen, Rub und noch ein paar Salsiccia-Würstchen. Und jetzt ist hier noch die Silberhaut drauf. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Video gemacht, wo es darum ging, Silberhaut runter, ja oder nein. War zu dem Fazit gekommen, dass bei den Rippchen, die ich da gemacht hatte, dass das mit der Silberhaut absolut top war, dass man da keinen Unterschied gemerkt hat. Was natürlich daran lag, dass sie gedämpft wurden. Das haben wir heute nicht vor. Nein, heute wird nicht gedämpft. Heute wird nicht gedämpft und deswegen macht es absolut Sinn, denke ich, oder? Die Haut abzuziehen. Also ich würde es genauso sehen. Ja. Genau. Und der Trick bleibt der gleiche. Ich brauche keinen Löffel. Du machst das so. Ich mache das so. Schaut dem Weltmeister, wie er das ohne Löffel macht. Ich nehme einen Löffel. Damit könnt ihr nämlich einfach unter die Silberhaut runtergehen, die so ein bisschen hochhebeln und das macht es dann ein bisschen einfacher. Ja. Ich nehme einfach hier so einen Küchenkrepp, rubbel mir eine Ecke so frei und dann geht das eigentlich auch ziemlich einfach. Da. So. Schon weg. Geht wirklich einfach, ob ihr jetzt einen Löffel nehmt oder meinetwegen auch ein Stück von der Gabel, ist mir egal. Ja. Andere Leute nehmen Messer. Ich nehme immer das Tuch, das habe ich immer dabei. Löffel vergesse ich andauernd, deswegen. Gibt ja auch so lustige Zangen, habe ich gesehen in Amerika und sowas halt alles. Mit dem man die Silberhaut runternimmt? Ja, genau. Okay. Ja, von Mario Mixner immer irgendwie $38,50 oder so. Ah, geschenkt. Ja, genau. Sieht aus wie eine Kneifzange. Aber wie gesagt, ich mache es immer so und das geht eigentlich auch ganz gut. Na, muss jeder seinen Weg finden, sage ich immer. Aber man merkt, dass die Rippchen noch relativ frisch sind. Je frischer die Rippe ist, umso leichter geht die runter, normalerweise. Ja, Silberhaut runter machen oder nicht, ist ja die ganz große Frage, schon immer gewesen und wird es wohl auch immer bleiben, denke ich. Ich mache sie fast immer runter, je nachdem, was ich da hinter draus machen möchte. Also wenn ich jetzt Beef Ribs habe, dann lasse ich sie manchmal drauf, damit mir die Knochen nicht von alleine runterfliegen, sozusagen. Mhm. Dann bleiben die dran. Und wenn ich Pulled Rippchen machen möchte, dann lasse ich die auch gerne dran, weil die Dinger dann etwas ein bisschen saftiger bleiben, meiner Meinung nach. Mhm. Aber dann zupfe ich ja hinter das Fleisch auseinander und kann das, was mir nicht passt, einfach rausnehmen. So. Ah, die Silberhaut hier ist garstig. Ja, manchmal hat man gute Stücke, manchmal hat man weniger kooperative Stücke. Ne? Ist halt so. Ich habe ja hier schon mal meine Treppchen gemacht. Ich würde dich schon mal würzen, wenn das für dich okay ist. Du, nur keine Hektik. Ja, nur keine Hektik, genau. Wir haben hier Pure Barbecue von dir, ne? Ja, tatsächlich, ganz unangenehm. Ganz unangenehm. Ich hoffe, es schmeckt trotzdem, aber wird wohl klappen, denke ich. Bin da guter Dinge. Ja, ich auch. Ne? So. Ich würze immer erst die Unterseite. Macht das hier im GM-Behälter, das ist immer eine gute Nummer. Ja, das ist perfekt, ne? Dann geht ja kein Rub verloren. Ja, ist eine super saubere Sache. Und du saust halt genau das Brett nicht ein. Ganz genau, ganz genau. Was mich hier freut, du hast ja gar keinen Streuer drin sozusagen. Das finde ich immer ganz gut, lässt sich leichter. Ja, das Problem an diesen Streueraufsätzen war halt immer, dass die halt relativ schnell sich zugesetzt haben. Gerade wenn die Gewürze ein bisschen grober sind. Ganz genau, wenn du da ganz Kräuter oder sowas drin hast, dann geht das ziemlich schnell. Ja. So, hier wird gepudert. Ja. Sheriff ist inzwischen bei über 80 Grad, das ist hervorragend. Ups, ja. Zack. So, einmal ein bisschen andrücken. Andere Seite natürlich auch. Die anderen lege ich jetzt einfach da oben drauf und mache das dann damit. So. Ja, wir machen heute Memphis Dry Ribs.
Sprich, die werden jetzt ja nicht mit Soße glasiert, sondern die Soße gibt es erst am Tisch dazu. Dry Ribs, wie man so schön sagt, trocken halt, ohne Soße glasiert. Esse ich mittlerweile sehr gerne, muss ich zugeben. Ja, es ist halt sonst immer eine sehr klebrige Angelegenheit halt, ne? Ja, die Sache ist auch, wir haben hier hinterher deutlich mehr Biss. Also ich mag nicht mehr so ganz dieses ganz weiche Gedöns. Für mich kann man das ruhig noch ein bisschen Biss haben. Und das werden wir hier auf jeden Fall über eine tolle Kruste und über ein leckeres Fleisch auf jeden Fall gut bekommen. Perfekt. So, das haben wir so 5 Minuten stehen. Genau, Sheriff ist jetzt bei genau 100 Grad. Genau, und wenn der Sheriff fertig ist, dann packen wir die Dinger rein. Und dann machen wir erstmal eine Stunde lang gar nichts. Nein, wir drehen natürlich was anderes. Trink gleich schon mal Gin Tonic, aber ist noch ganz schön früh, vielleicht auch nicht. Das ist ein bisschen zeitig. Wollen wir die Rippchen mal drauflegen? Wir sind quasi bei Temperatur. Ich lege die jetzt alle einfach nebeneinander. Und wenn zwischendurch, wenn ich merke, eine Stelle ist heißer als die andere, dann schiebe ich die einfach quasi von links nach rechts einmal. So. Gucken mal, wie viel Platz wir so da lassen können. Was ich immer noch mache, sieht man vielleicht, ich schiebe die so ein bisschen zusammen, damit die kompakter sind. Und ein schöneres Ergebnis oder ein gleichmäßiges Ergebnis bekommen. Die ziehen sich eh gleich ein bisschen zusammen, also die Zwischenräume werden von alleine frei. Da brauchen wir uns auch keine so großen Sorgen machen. So. Hier machen wir so rum. Zack, zack. Ja, jetzt hast du auch wirklich schön mittig über dem Hitzeschild halt liegen, ne? Dass also ja, da eigentlich keine trockenen Ecken entstehen sollen. Ja, eigentlich sollte das alles wunderbar funktionieren. Ja, wunderbar. Wir warten jetzt einfach mal so eine Stunde, anderthalb. Wir gucken mal, wie die Oberfläche aussieht und dann fangen wir an zu mobben. Aber die Mobsoße müssen wir auch erst noch machen. Ja, dann Deckel zu und Deckel los zu. Geht's. So, einmal auf die Uhr gucken, damit wir wissen, wie spät wir haben. Alles gut. Also für so eine Mopping-Soße, da gibt es natürlich eine ganze Menge Rezepte. Da kann man im Prinzip nehmen, das, was man gerne möchte. Ich habe hier Apfelsaft basiert, 250 Milliliter Apfelsaft. Ich mache hier erstmal rein. Und dann kommt ungefähr die Hälfte an Apfelessig nochmal dazu. Ungefähr. Ne? Da muss man nicht ganz genau abmessen. Kann man natürlich, muss man das aber nicht. So. Wir haben ja 6 lange Rippchen und müssen die bestimmt 3-4 Mal einpinseln. Wir brauchen also auch schon einen ordentlichen Schluck. So, ist jetzt sogar ein bisschen mehr als die Hälfte, würde ich sagen. Aber zack, bitte rein. Dann habe ich hier ein bisschen was von meiner scharfen Soße. Ne, scharfe Sachen sind immer optional. Dann mache ich mal hier so ein Pinchen voll. Zack. So. Dann mache ich hier mal noch rein ein bisschen Fischsoße. Hier so 2 cl, würde ich sagen. Da könnte man auch sehr gut Sojasoße zum Beispiel nehmen. Also ich messe das jetzt nur für euch ab. Normalerweise gieße ich das einfach so rein. Ne? Also ich probiere hinter einmal und wenn es mir schmeckt, dann ist es okay. Und wenn nicht, dann gebe ich noch was bald dazu. Und dann die Zutatenliste findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ja, die musst du aber schreiben. Das kriege ich hin. Und dann noch hier Worcestershire-Soße oder Worcester-Soße, je nachdem, wie ihr das möchtet. Das ist eigentlich Worcester-Soße. Und wenn das aus Worcestershire kommt, dann ist es Worcestershire-Soße. Aber da kriege ich andauernd immer wieder Gemecker von Leuten, die sagen, das sagt man nicht so. Also Worcester-Soße auch 2 cl. Und wenn ihr die andere habt, dann Worcestershire-Soße. So. So, zack, zack. Das ist im Prinzip schon alles. Theoretisch könnte man auch nur Apfelsaft nehmen oder nur Apfelessig. Aber ich mache es halt immer so. Jetzt rühre ich das noch einmal um, dass ich das alles schön auflösen kann. Riecht jetzt schon sehr fruchtig, leicht würzig. Wunderbar. So. Dann brauchen wir gleich noch so einen Mobpinsel. Und so in ungefähr einer Stunde gucken wir erst einmal rein. Und wenn die Oberfläche uns sagt, wir wollen gemobbt werden, dann machen wir das so. Und dann ungefähr jede Stunde weiter. So, unsere Rippchen waren jetzt etwas über eine Stunde drin. Man sieht schon, die Oberfläche ist relativ trocken jetzt. Und das ist der richtige Moment, wo wir jetzt quasi anfangen, mit unserem Pin und mit unserer Soße auch satt aufzutragen. Ich fange einfach mal hier, damit ihr es besser seht. Also wirklich so, dass es wirklich da drauf kommt auch. Sorgt natürlich dafür, dass das Klima im Grill jetzt auch deutlich feuchter wird. Temperatur geht jetzt erstmal ein bisschen runter. Aber das natürlich sehr gut für unsere Rippchen essen. So. So. Das müssen wir jetzt ungefähr alle 45 Minuten, 60 Minuten wiederholen, bis die Rippchen fertig sind. Unsere Rippchen haben die nächsten 45 Minuten hinter sich. Jetzt wird wieder Zeit, die einzupinseln. Wieder schön satt oben drauf. Oh, sehen schon ganz gut aus.
erstmal wieder 45 Minuten stehen lassen. Unsere Rippchen waren jetzt knapp 5 Stunden auf dem Grill, sehen super aus, riechen irre. Wir holen die jetzt runter, weil wir müssen die natürlich jetzt gerne mal probieren. Hammer sehen die aus. Die sehen gut aus, ja. Krass. Ja, aber ganz schön heiß. Fantastisch. Oh ja. Richtig gut. Anschnitt. So. Jetzt haben wir hier unsere Rippchen, die sind natürlich noch knallheiß. Müssen wir gleich aufpassen, dass wir uns die Finger nicht verbrennen. Ja, gut. Ne? Aber wir konnten jetzt nicht warten, es riecht so gut. Irgendwo muss es sterben. Ne? Genau. Ich gucke einfach mal hier, wir schneiden uns einfach mal so ein paar Dinger runter. Geht auf jeden Fall schon mal butterweich. Ne? Wenn man so guckt, oh, super saftig. Astrein. Achtung, ich nehme mal gerade. Nimm mir auch mal ein Stückchen, ja, genau. Boah, schöner also, Rauching auch, ne? Also ey, die sind toll. Wirklich knallheiß. Ja. Hei, hei, hei. Frisch vom Grill halt, ne? Ja, dann. Die sind heiß. Lass sie schmecken, ja. Die sind wirklich knallerheiß und boah, die sind super lecker. Irre, ne? Und auch lösen sich schön vom Knochen. Ne? Lösen sich schön vom Knochen. Ohne abzufallen. Genau, sind nicht komplett übergart. Super saftig, ne? Boah, krass. Mm. Hier lohnt es sich also auf jeden Fall, die Silberhaut vorher zu entfernen. Auch über. Super lecker. Ihr seht, wir haben jetzt die Ribs nicht mit Barbecue-Soße glasiert, gar nichts. Wir haben einfach nur gerubbt und halt mit der Mopping-Sauce immer drüber. Ist eine andere Variante und man saut sich jetzt zwar auch ein bisschen die Finger ein, aber nicht ganz so schlimm. Es geht nicht ohne. Ja, also mit einer Schutz brauchst du aber diesmal nicht. Es ist wirklich, vielen lieben Dank. Es schmeckt sehr lecker. Richtig gut, ne? Oder schönes Knabberzeug. Ja, Leute, ich liebe Rippchen. Ihr solltet euch auf jeden Fall mal das Rippchenpaket von Your Beef anschauen, zusammen mit meinem Barbecue-Rub und noch ein paar Würstchen für die Wartezeit. Denn also die 5 Stunden können ganz schön lang werden. Wir hatten zum Glück die ein oder andere Abwechslung. Die Videos werdet ihr auf meinem Kanal noch sehen. Aber das ist eine richtig, richtig leckere Geschichte. Link, wie gesagt, zum Fleisch und in der Videobeschreibung. Yummy, yummy, yummy. Olli, vielen lieben Dank dafür. Sehr gerne, sehr gerne. War mir großes Vergnügen. Immer wieder schön, hier Gast zu sein. Heute Abend gibt es Rippchen, auf jeden Fall. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ihr solltet auf jeden Fall auf dem YouTube-Kanal von Olli mal vorbeischauen. Den verlinke ich euch sehr gerne unten. Ebenfalls bei Instagram. Dort findet ihr auch mich und da seht ihr immer kleine Stories von meinen Drehs. Da seid ihr also immer näher dran. Schaut da sehr gerne mal vorbei. Ansonsten hoffen wir, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, freuen wir uns wie immer über einen Daumen nach oben und freuen den Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten meines Kanals sein, unter dem Video könnt ihr das gerne auf kostenfreier Ehrengriller-Basis nachholen. Das würde mich sehr freuen. Das war's für dieses Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ja, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Schmeißt den Pelletgrill an. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Hessen und euer Olli. Bis dahin. Bis bald.